266 Flüchtlinge. So viele wurden Cottbus zuletzt zugewiesen. Das ist bisher aber nur etwa die Hälfte von denen, die die Stadt noch aufnehmen soll. Das Flüchtlingsheim in Sandow in der Thomas-Münzer-Straße ist jetzt bereits schon bezogen. Auch in Schmelwitz stehen die nächsten Unterkünfte bereit. Hier sind die Container der Diakonie saniert worden. Cottbus hat also einen guten Vorlauf. Doch die Verantwortlichen um die Fachbereichsleiterin für Soziales, Maren Diekmann, rechnen mit einer weiter steigenden Zahl an Flüchtlingen. Wie viele nun schlussendlich untergebracht werden müssen, erfährt auch die Stadt immer recht kurzfristig. An Unterkünften müssen wir ja parallel arbeiten, aber wir bekommen eine Woche vorher Bescheid von der zentralen Aufnahmestelle in Eisenhüttenstadt, um wie viele Personen es sich handelt, die wir in der nächsten Woche aufnehmen müssen. Und dann in etwa so 3-4 Tage vorher bekommen wir dann auch die jeweiligen Nationalitäten, also die Herkunftsländer zu den Personen benannt, wie viele Erwachsene, wie viele Kinder dabei sind, welche Altersgruppen das sind. Und dann läuft natürlich alles auf Hochtouren, um dann entsprechend auch in der Unterkunft Plätze zuzuweisen, dass es auch passt. Der Cottbusser Anspruch ist aber immer noch, dass die Flüchtlinge nicht in sogenannten Zeltdörfern untergebracht werden müssen. Bislang kommen sie in Wohnungen unter, deren Standards denen von Deutschen entsprechen. Auf der einen Seite werden derzeit 7 bis 8 Objekte im ganzen Stadtgebiet geprüft, ob sie für die Flüchtlinge in Frage kommen. Doch andererseits werden vermehrt Wohnungen abgerissen oder zurückgebaut. Laut Oberbürgermeister Holger Kelch ist das eine Aufgabe des Landes bzw. des Bundes. Wir regen hier von Seiten der Stadt Cottbus an, das ist Konsens auch in der gesamten Rathausspitze, dass der Rückbau, der geförderte Rückbau erstmal gestoppt werden soll, aber die Fördermittel nicht verfallen sollen für die Wohnungsunternehmen, um in den folgenden Jahren, wenn die Flüchtlingswelle wieder abnimmt, dann, damit ist aus meiner Sicht schon zu rechnen, dass wir dann trotzdem die Fördermittel für die Wohnungsunternehmen zur Verfügung stellen können. Die Bürger der Stadt reagieren derzeit noch verhalten auf die ganze Situation. Wer noch Fragen hat, kann diese an die neue E-Mail-Adresse flüchtlinge@cottbus.de schicken. Um Unklarheiten zu beseitigen, wurden bereits Anwohnergespräche durchgeführt.